Das Spiel Schwarzer Peter ist ein Kartenspiel für zwei Personen aufwärts. Zunächst werden die Karten gut durchmischt. Anschließend werden die Karten gleichmäßig auf alle Spieler aufgeteilt. Findet nun ein Spieler zwei Karten mit den gleichen Eckzeichen in seiner Hand, so legt er dieses Paar ab. Nun beginnt das Ziehen. Der Spieler, der die meisten Karten in der Hand hat, lässt seinen linken Nachbar bei sich ziehen. Das heißt also, der nächste Spieler zieht sich eine Karte. Kann der Spieler mit Hilfe dieser gezogenen Karte ein weiteres Paar bilden, legt er dieses wieder ab. Zack, zack. Das geht jetzt so lange weiter, bis ein Spieler nur noch eine Karte in der Hand hat und diese der schwarze Peter ist. Der hat dann verloren. Das Ziel des Spieles ist es also, alle seine Kartenpaare abzulegen und wenn möglich nicht den schwarzen Peter als letztes in der Hand zu haben. Dieser Spieler erhält jetzt eine vorher vereinbarte Strafe. Das kann zum Beispiel ein schwarzer Punkt auf der Nase sein.